Es gibt eine neue Roadmap und wir schauen sie uns gemeinsam an. Bald auf Jorvik, 4. Januar 2024. Das Winterfestival hat Jorvik in der Kälte zurückgelassen. Der Schnee wird noch einen Monat lang liegen bleiben. Halte dich warm und starte mit neuen Abenteuer in das Jahr 2024. Also ja, der Schnee wird noch einen Monat lang hier sein. Ich find's super, weil ich einfach den Schnee so gern hab. Besonders hier im Hollowoods. Einmal sage ich es richtig und ich will mich sofort korrigieren. Was ist das denn? Ja gut. Auf jeden Fall starten wir mit dem 10. Januar. Der Boden bebt. Die stämmige Ardenna bahnen sich ihren Weg durch das verschneite Jorvik. Unter den 7 prächtigen Fellfarben und 2 einzigartigen Mähnen und Schweifstilen in Waildale findest du deinen ersten neuen Freund für das Jahr 2024. Und die neuen Reitzubehörsets mit ihrem himmlischen Thema sind perfekt für die kalten Tage auf Jorvik. Beginnen wir das neue Jahr mit einem neuen Geschichthäppchen. Fripp wartet in In Fort Maria auf dich. Oh, super. Wir bekommen neue Geschichtsschnäppchen mit Frau Holdsworth. Oder jetzt halt mit Fripp. Natürlich bin ich auf diesem Kanal noch nicht so weit, dass wir die Quest schon zusammen machen können. Weil das dauert noch eine Weile und ich habe das Irrlicht verloren. Ah, nee, da ist es. Also, ja. Seid geduldig, ich werde da auch noch hinkommen. Irgendwann. Ah, ich stecke fest. Oh nein. Auf jeden Fall finde ich es toll, dass die Story-Quest trotzdem so langsam weitergeht. Und ja, wir haben, wie gesagt, 7 Fellfarben vom Ardenna. Ich freue mich auch schon auf einen Trailer. Vielleicht bekommen wir es nächste Woche. Ich würde mich darauf freuen. Wo gehst du hin, du? So. Und ja, das kommt halt am 10. Januar. Und die Ardenna werden in Waildale stehen. Mit 2 neuen Schweifstilen. Das finde ich sehr, sehr krass. Cool. Fripps Agenten, Teil 2. 17. Januar. Die epischen Missionen gehen weiter. Fripp hat von seltsamen, möglicherweise unheilstiftenden Aktivitäten erfahren und bittet die Soul Rider, der Sache nachzugehen. Wir hoffen, dass es zu keiner Katastrophe kommt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was in der letzten Story-Part passiert ist. Also werde ich mich überraschen lassen einfach, weil ich werde es eh nochmal spielen, sobald ich auf Nala soweit bin. Also, ja. Pfad der Erde. Am 24. Januar. Der Schnee macht Flora und Fauna in Hollowoods nichts aus. Warum beweist du also nicht schon früh im Jahr, dass du einen grünen Daumen hast? Sprich mit Gaia, unserer Gartenexpertin, um mehr über den dritten Pfad in Hollowoods zu erfahren. Cool, wir bekommen das Gardening, glaube ich. Ist es schon das oder ist es so ein Prequel, sagen wir mal so. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, weil ich momentan auf diesem Account eigentlich nur das zu machen habe. Also zu tun habe ich recht wenig. Also freue ich mich schon sehr darauf, neue Quests hier in Hollowoods zu haben, wo ich sehr wahrscheinlich noch mehr Licht sammeln muss. Deswegen bin ich auch schon dabei, aber ich habe noch so viel, was ich freischalten muss. Ja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich es Ende des Jahres auch.
Glühwürmchenwalzer am 31. Januar. Sammle Licht, indem du durch Hollywood saust. Du wirst auf neue Gesichter treffen, die Hilfe dabei brauchen, Glühwürmchen zu sammeln. Sag ja, du und dein Pferd werdet sicher für euren Einsatz belohnt. Okay, das ist vielleicht ein Rennen, weil wenn auch unser Pferd belohnt wird... Ja gut, hier wird auch unser Pferd belohnt, aber keine Ahnung, es klingt für mich so nach Rennen. Also bekommen wir sehr wahrscheinlich ein neues Rennen. Wer weiß, ich freue mich schon drauf. Schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren, es würde mich sehr, sehr freuen. Und hier beim letzten, also beim 31. Januar, sehen wir auch eine Fellfarbe vom Ardenner. Und ich finde es so knuffig. Ich glaube, ich werde eine neue Lieblingsrasse haben. Also Top-Lieblingsrasse. Einer meiner vielen Lieblingsrassen, muss ich zugeben. Aber mal gucken. Ich lasse mich überraschen von den Ardennern. Erwarte ich eigentlich nichts, weil es eigentlich eine Rasse ist, die ich nicht so gut kenne, auch im Real Life. Also ja, ich werde mich überraschen lassen. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung gerne in den Kommentaren und ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge hier gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut. Bye, bye.